Eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und Stunts. Das gab es am vergangenen Samstag beim Ice Freestyle Contest zu sehen. Bereits zum dritten Mal haben sich Schlittschuhbegeisterte in der Offenburger Eislaufhalle getroffen. Mitmachen konnte jeder, egal ob Profi oder Amateur. Der Ice Freestyle Contest in Offenburg ist bis heute der einzige seiner Art in Deutschland. Warum es den hier nur in Offenburg gibt, ist, glaube ich, weil wir einfach auf die Wünsche unserer jugendlichen Gäste einfach eingegangen sind, die uns damals gefragt haben, vor 3 Jahren, ob wir sowas machen können. Und wir haben diesen Wunsch aufgenommen und haben diesen Contest durchgeführt. Und wie man sieht, er freut sich jedes Jahr größter Beliebtheit. In 3 unterschiedlichen Wettbewerben zeigten die Teilnehmer ihr Können. Im ersten, dem Sportcontest, ging es um Schnelligkeit und Geschick auf dem Eis. Danach war im Single-Contest besonders Kreativität, Taktgefühl und Ausstrahlung gefragt. Nur 1 Minute hatten die Freestyler dabei Zeit, um ihre besten Tricks zu zeigen und so die Jury zu überzeugen. Highlight des Abends war der Team-Contest. Hier präsentierten Gruppen in maximal 4 Minuten selbst einstudierte Choreografien. Neben spektakulären Tricks kam es dabei auch auf Synchronität an. Das Team Ice Freestyler Karlsruhe konnte mit waghalsigen Stunts schließlich die Jury überzeugen und den ersten Platz erreichen. Auch in den Einzelleistungen ließen die Karlsruher die Konkurrenz hinter sich und holten sich den ersten und den dritten Platz auf dem Podest. Erstmal jetzt im Pott im Team Boot und ich zum ersten Mal den ersten Solo jetzt und da freue ich mich richtig drüber, das Solo. Bei mir auch das erste Mal, dass ich den Pokal überhaupt gewonnen habe. Ich freue mich über den Kriegplatz auch riesig. Schon jetzt steht fest, dass es 2015 eine weitere Ausgabe des Wettbewerbs geben wird. Zuschauer und Teilnehmer dürfen also gespannt sein.